Ich habe ein Video gesehen, was ich mir unbedingt reinziehen wollte. Und zwar das hier. Und zwar Minecraft, was machen alte Minecraft-YouTuber heute? Ich zum Beispiel bin schwer depressiv. Und kam euch das Intro bekannt vor? Und hat es vielleicht bei euch einen nostalgischen Moment hervorgerufen? Wenn ja, dann seid ihr heute hier genau richtig. Mhm. Denn heute schauen wir uns alte Minecraft-YouTuber an und gucken uns ein paar alte Clips an, die Nostalgie pur sind. Eine weitere Sache, die wir uns anschauen, ist, wir gucken nach, was aus den YouTubern heutzutage geworden ist. Also bleibt... Bin ich auch da drin? ...dran, um nichts zu verpassen, denn ich glaube, bei vielen von euch sollte genauso wie bei mir viele alte Erinnerungen wieder hochkommen, die man schon längst vergessen hatte. Nee. Jetzt noch eine kurze Sache vorab. Falls euch das Video gefallen... Zum Glück, weil ich war schon immer Variety-Gamer. ...sollte, lasst gerne ein Like und Follow da, da ich sehr viel Zeit in das Video gesteckt habe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, noch jeder von euch sollte die alte, gute Skyward-Zeit von damals noch kennen. Ja. Es gab einen, der diese mit seiner besonderen Art geprägt hat, an den sich viele auch noch von euch erinnern sollten. Tamam! Tamam, wie laut noch? Was wollt ihr denn von mir, Chat? Seid ihr taub oder was? Digga. Ich weiß noch damals, da hat Nebelnik in ein paar Wochen YouTube Deutschland für sich erobert, besser Millionen jetzt von Klicks generiert. Und damit ihr jetzt mal so checkt, wie lange das eigentlich her ist, seine Hochphase ist ungefähr 7 Jahre her. Wo ich die Zahl gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, wie lange ist das eigentlich her? Digga, vor 7 Jahren war nur alles gut. Und da fragt man sich ja natürlich, was ist in den letzten 7 Jahren passiert? Eine Menge. Was macht Nebelnik überhaupt heute noch? Sein letztes Video, was er zuletzt auf seinem Kanal hochgeladen hat, ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Und seitdem hat er nichts mehr auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Bruder Herz streamt aber noch, ne? Jetzt würde man ja meinen, dass er gar nicht mehr auf Social Media aktiv ist. Aber das Ganze stimmt nicht. Nebelnik streamt immer noch regelmäßig auf Twitch, zumindest regelmäßig in Anführungszeichen, alle paar Monate. Wenn er dann auch noch ein Game oder ein Projekt für sich entdeckt hat, dann streamt er auf jeden Fall deutlich aktiver. Jetzt im Endeffekt kann man nur sagen, den Nebelnik, den wir damals hatten, den kriegen wir wahrscheinlich heutzutage nie wieder. Bro, ich sag dir ehrlich, wenn er das wieder machen würde, dann wird er wieder so poppen. Das ist unfassbar. Bei Minecraft auch zu der Zeit in seiner Hochphase war. Der GOMMA-D-Server hatte extrem viele Spieler zu der Zeit, fast immer 20.000. Und Nebelnik hat da mit seinem speziellen Charakter ziemlich gut reingepasst. Den nächsten, den wir uns anschauen, ist Herr Bergmann. Kenne ich auch, klar. Der Mann hat damals in Minecraft einfach Filme gedreht. Er hat sich damit auf jeden Fall von der Masse abgehoben. Ja, war immer kranker Content, ernst. Mit den qualitativ hohen Videos und den Kurzfilmen, die er produziert hat, war das halt damals einzigartig. Mhm. Es hat kaum Leute damals gab, die in Minecraft Kurzfilme gedreht haben. Aber was mir immer persönlich am besten bei Bergmann gefallen hat, Bedwars, ne? Waren seine damaligen Bedwars-Videos. Ja, fühle. Noch damals in dem Minecraft-Projekt Leben, das Roleplay, was er mit reingebracht hat. Aber jetzt fragt man sich, was ist eigentlich aus Herr Bergmann geworden? Spielt er immer noch Minecraft? Macht er immer noch kurze Minecraft-Filme? Und das gucken wir uns jetzt an. Herr Bergmann macht immer noch Videos. Er hat auch eine Zeit lang ein bisschen Distanz von Minecraft genommen und hat mal ein paar andere Spiele gespielt, wie zum Beispiel GTA. Aber in letzter Zeit spielt er wieder viel mehr Minecraft und hat sogar ein neues Format auf seinem YouTube-Kanal, die Minecraft-Filmschule. Der zeigt er, wie man in Minecraft Film drehen kann und wie er es selber macht und gibt seine eigenen Tipps sogar weiter. Er dreht auch immer noch Minecraft-Kurzfilme, sogar mit anderen YouTubern, wie zum Beispiel BastiGRG und auch vielen anderen von damals. Das ist nicht BastiGRG. Damals, wie Kedos, Sturmwaffel, Lena und so weiter. Kedos habe ich letztens beim Arzt getroffen, witzigerweise. Also kann man jetzt im Endeffekt sagen, Herr Bergmann hat sich über die Jahre gut gehalten. Er hat sogar noch einen erfolgreichen Podcast auf Spotify und er ist insgesamt... Hä, hatte er nicht einen Podcast mit Paluten zusammen? Chat, wie hieß der? Was für Arzt? Darf ich nicht drüber reden, Betriebsgeheimnis. Irgendwie seinem alten Content treu geblieben. Und er macht immer... Plötzlich schwanger hieß das Ding. Noch Minecraft kurz. Aber der, den gibt's nicht mehr, oder wie? Filme über noch... Eine Weil Palle macht, stimmt, Palle macht jetzt mit GLP, Kottbruder und er macht jetzt mit Dena, oder wie? Viel besseren Qualität als damals. Wann kommt eigentlich eine neue Folge von Bibi und Jankos Podcast? So, den nächsten, den wir uns anschauen, den solltet ihr vielleicht auch noch aus den damaligen Herr Bergmann-Videos kennen. Und zwar Sturmwaffel. Klar. Sturmwaffel hat damals viele Videos auf dem GOMMA-D-Server gemacht. Wo er zum Beispiel... Ich habe sogar ein Video mit ihm gedreht. Wann kommt das eigentlich online? Hä, warte mal. Boah, ich würde das gerne sehen. Ich rufe ihn jetzt mal kurz an, weil ich würde das gerne wissen. Ich habe sogar so ein... Ich will wissen, wann dieses Video von mir und Freddy kommt, weil wir haben zusammen eins gemacht. Hm, da geht nicht dran, ne?
weggedrückt quasi. Machen wir kurz ein Memo halt, ne? Juckt mich jetzt auch nicht. Bruder Herz, wann kommt unser gemeinsames Video? Zum Beispiel Bed Wars oder Skywars gespielt hat. Ein besonderes Format, was bei vielen sehr gut ankam. Und das war dieses Lucky Block Battle, welches er mit Dena, Izzy und der Kev hatte. In dem Format haben alle vier Lucky Blöcke bekommen, mussten die selber öffnen. Und nachdem jeder seine Lucky Blöcke geöffnet hatte, kamen alle in die Arena und haben Battle Royale-mäßig gegeneinander gekämpft. Heutzutage hingegen spielt Sturmwaffel kein Minecraft mehr. Zumindest lädt keine Minecraft-Videos mehr auf seinem YouTube-Kanal hoch. Stattdessen testet er jetzt Essen, geht zu verschiedenen Foodspots und bewertet diese. Und das kommt sogar ziemlich gut an bei vielen Leuten. Too much Parzival, Dankeschön für den Gift des Haber Baby Bougie. Aber ich schaue auch gerne so eine neue Art von Videos. Ganz besonders, wenn er irgendwelche Foodspots abcheckt. Wo ich auch selber gerne hingehen würde. Ich würde da auch hingehen, aber leider sitze ich nur in meiner Wohnung. Es ist halt eine ganz andere Art von Content als damals. Aber nicht auf eine negative Art. Ich finde, er hat irgendwie seine eigene Nische jetzt gefunden. Ja, ist gut. Ziemlich erfolgreich drin ist. Ja, und ich glaube, ihm macht das Ganze auch sehr viel Spaß. Den nächsten, den wir uns anschauen, ist Prime Games. AKA Pixel Wolf, AKA Peso Wolf. AKA Justin von der Marke Peso. Und er hat, glaube ich, die größte Veränderung hingelegt, wenn man ihn mit allen anderen vergleicht. Glaube ich nicht, nein. In der Anfangsphase von YouTube hat er viel zusammen mit Ungespielt gemacht. Das lag daran, da damals Justin für Ungespielt ein Design erstellt hat, welches Unge sehr gut gefallen hat. Dadurch haben sich die beiden angefreundet. Stimmt. Der allererste YouTube-Kanal hieß noch damals The Prime Games. Den hat er aber gelöscht, da er unzufrieden mit... Pixel Wolf war schon so vom Ding her, vom Namen und Design her schon ernst gut, wa? ...seiner damaligen Community war, da dieser einfach zu inaktiv war und er deshalb einen neuen Kanal erstellen wollte. Und zwar Pixel Wolf. Den sollten wahrscheinlich noch die meisten von euch kennen. Unter dem Namen Pixel Wolf war er auch in vielen Projekten, wie zum Beispiel das Mega-Projekt war... Ey, mich fragen ja immer alle, wann kommt Ultratalent zurück, wann kommt Castle Rush in einem Raum, wo ist Who's Your Daddy? Irgendwann. Irgendwann, Chat, wenn ich es richtig nötig habe, dann kommt's. Roh. Oder wenn ich wieder Lust drauf habe. Aura, Minecraft Leben und so weiter halt. Leider findet man dazu von ihm selber keine Videos mehr, da er alle runtergenommen hat. Das ist halt auch der Grund, weshalb ich halt kaum Gameplay von ihm selber gefunden habe und jetzt nur von anderen Leuten, die mit ihm zusammengespielt haben. Das finde ich sogar ein bisschen schade, weil ich glaube halt, dass viele Zuschauer einfach aus Nostalgiegründen wieder gerne auf die alten Videos zurückblicken können. Hab das geliebt damals. Aber es halt leider nicht mehr möglich ist. Heutzutage macht Justin immer noch YouTube, da eher so hauptsächlich Reaction-Videos. Aber das ist eher nebensächlich. Sein Hauptfokus ist eher auf seine Streetwear-Brand Peso, die zu den größten Streetwear-Brands in Deutschland gehört. Aber nicht nur Deutsche tragen die Brand. Zum Beispiel in Amerika ist die Brand auch schon angekommen. Da tragen zum Beispiel Rapper wie... Wann willst du mich her? Kommt. Wie Tiger, Sway Lee... Und viele weitere die Brand. Also jetzt insgesamt kann man sagen... Habe ich sogar schon. Ich schätze mal, Justin ist sehr glücklich mit dem, was er sich aufgebaut hat. Und der Erfolg seiner Brand spricht, glaube ich, für sich selbst. Den nächsten, den wir uns anschauen, ist Gomme HD. Wo ist Gomme? Gomme ist verschwunden, als die Welt ihn am meisten brauchte. Gomme HD war wohl damals mit der größte Minecraft-YouTuber. Und ich glaube, es gab keinen Minecraft-Fan, der Gomme HD nicht kannte. Ich bin damals auf jeden Fall auf ihn gestoßen durch seine Minecraft-Bedwars-Videos. Und hab wirklich damals Deutsche Avatar. Stundenlang von dem Bildschirm gegangen und seine Bed Wars Videos geguckt. War wirklich so fasziniert, dass ich meine Eltern dazu überredet habe, mir Minecraft auch zu kaufen. Also was ist jetzt aus dem Mann geworden, der damals so viele Kinder unterhalten und inspiriert hat? Naja, dadurch, dass sich YouTube und Minecraft über die Zeit verändert hat, mussten sich viele YouTuber mit ihrem Content anpassen. Gomme fehlt mir einfach. Und obwohl Gomme das, glaube ich, auch versucht hatte, konnte er sich nicht so ganz damit durchsetzen, was dazu führte, Wenn dass er nicht mehr so viele Klickzahlen hatte, wie damals zu seiner Hochphase. Aber trotzdem immer noch viele... Ich glaube, wenn der jetzt einfach ein Comeback machen würde... Ich sag's euch ehrlich, wenn wir jetzt einfach mit allen Leuten... Gomme, Dena, vielleicht sogar Broken Sums auf Krampf... Unge, mir, Paluten, Sturmwaffel, Tadel, Adi und so ein Minecraft-Projekt wieder starten würden... Das würde wieder so durch die Decke gehen. Megaprojekt 2 wäre dumm. Problem ist aber, alle hassen sich irgendwie untereinander. Ich habe mit keinem Problem, ich finde die alle cool. Die Klicks generiert hat, also versteht mich nicht falsch. Können wir tauschen, du gehst und Gomme kommt zurück. Okay, dann werde ich ab morgen nichts mehr hochladen. Der ist jetzt nicht runterreden. Ich glaube auch dadurch, dass er so wenig Klicks gemacht hat im Vergleich zu damals, war es für ihn selber an der Zeit, mit YouTube aufzuhören. Das Ding ist halt, Gomme hat so viel Geld gemacht mit seinem Server, dem ist alles egal. Weil sein letztes Video ist jetzt schon fast über 3 Jahre her. Und seitdem hat er ab und zu nur noch Livestreams zum Gomme HD-Server gemacht und nicht viel mehr. Trotzdem er sich von YouTube distanziert hat, gibt es immer noch viele Fans, die ihm sehr dankbar dafür sind, dass er damals die Kindheit von vielen geprägt hat. Was man zum Beispiel unter den Kommentaren von seinem letzten Video erkennen kann.
Da bedanken sich viele für die tolle Zeit damals und finden es schade, dass er heutzutage kein YouTube mehr macht. Ich finde es natürlich auch sehr schade, dass er sich von YouTube distanziert hat. Er fehlt mir sehr. Aber trotzdem schaue ich gerne immer noch auf seine alten YouTube-Videos drauf zurück und erinnere mich an die alten Zeiten und an die alten Projekte, die mich so geprägt haben. Same. Also danke, Gomme, dass du für so viele Leute da warst. Immer gewichst dabei. So, und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ja, bin mal gespannt, Digga, was ist mit Dena und so weiter und so fort, ne? Was machen die? Heute haben wir Let's Hugo, Leute. Ja, Digga, Schmutz. Wirklich, also Let's Hugo gegenüber Gomme ist ja wohl beschissen.